1953, der Dresdner Fußballtalk, da sind wir wieder. Unsere Diskussionsrunde rund um Dynamo Dresden. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer zweiten Ausgabe. Ja, die Frage ist, quo vadis Dynamo Dresden? Die Situation um die SGD darf man schon, ja, aktuell als die große Schwester einer Krise bezeichnen. Aus 8 Drittligaspielen gab es 7 Niederlagen. Deshalb wollen wir heute mit einer legendären Runde diskutieren. Wir haben insgesamt 257 Jahre Fußballerfahrung hier am Tisch sitzen, verteilt auf 4 Personen. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Da ist zum einen einer, der hat sowohl in Ost als auch in West den Pokal gewonnen, hat gesagt, ich bin als Trainer immer sehr gern aufgrund meiner Fußballbegeisterung nach Dresden gefahren. Aktuell ist er Präsidiumsmitglied bei Borussia Mönchengladbach, unter anderem die Borussia, die zuletzt den FC Bayern mit 2:0 bezwungen hat, und Kolumnist bei der Zeitschrift 11 Freunde. Herzlich willkommen, Hans Meyer. Und Hans Meyer hat einen Freund mitgebracht. Mit dem hat er 5 Jahre zusammen auf der Trainerbank in Chemnitz gesessen. Aber der Mann war nicht nur in Chemnitz sehr erfolgreich, sondern hier auch in Dresden. Er saß nach der Wende am längsten auf der Dynamo-Trainerbank, hat die SGD in die zweite Bundesliga geführt. Herzlich willkommen, Christoph Franke. Ein Torjäger von seinem Schlag könnte Dynamo momentan richtig gut gebrauchen. Er war der Torjäger für Dynamo in der DDR-Oberliga, war anschließend Trainer und ist jetzt dafür verantwortlich, dass Dynamo neue Spieler scoutet, Nachwuchsspieler und Neuzugänge. Herzlich willkommen, Hansi Kreischer. Und seine Bücher und seine Filme sind viel prämiert. Er ist seit 25 Jahren als Autor und Journalist tätig, begleitet den Verein, die Sportgemeinschaft Dynamo, ist ein intimer Kenner der SGD. Uwe Carter, guten Tag. Danke. Das sind die Gäste bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Hansi, am Samstag stehen sich Dynamo und der Chemnitzer FC gegenüber. Ende September war das Spitzenspiel in der dritten Liga. Da spielte der Tabellenzweite gegen den Tabellenersten. Silvano Comvarius erzielte kurz vor Schluss das goldene Tor. Und jetzt am Samstag trifft der Tabellenelfte auf den Tabellenzehnten. Zu Dynamo, warum ist die SGD so abgerutscht in der Tabelle von 1 auf 10? Welche Gründe gibt es dafür? Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber wenn man zurückdenkt, circa ein halbes Jahr, dann hat man sich überlegt bzw. gedacht, wie geht es mit Dynamo Dresden weiter? Man ist wieder mal dort, wo man eigentlich nicht hingehört, und man ist jetzt gefordert, eine neue Mannschaft aufzubauen, die möglichst schnell zusammenfindet, wo man sich auch das Ziel gestellt hat, dort dem Trainer Zeit zu lassen, dass man als Nahziel so einen 2-Jahres-Plan aufgestellt hat, um eben, wie gesagt, eine Mannschaft zu formieren, die in der dritten Liga mithalten kann, sich formiert und wo man dann für das zweite Jahr eben sukzessive noch ein paar Spieler nachholt bzw. ergänzt. Und dass dann die Mannschaft so schnell auch Fuß gefasst hat und dann auch, sagen wir mal, eine Euphorie ausgelöst hat, das war ja nicht vorhersehbar. Und das zeigt aber auch, was im Fußball möglich ist. Und dass dort auch, wie das eben immer so in Dresden ist, wenn mal 2-3 Spiele gewonnen werden hintereinander, dann denkt man schon wieder, wir müssten ganz schnell in die erste Liga beziehungsweise vielleicht sogar im Europapokal spielen. Davon sind wir weit entfernt. Und die jungen Spieler, die hierher gekommen sind, so sehe ich das, haben bis dahin mehr oder weniger in den zweiten Mannschaften gespielt oder eben nicht vor dieser Kulisse. Und mit den Erfolgen, in Anführungsstriche, man bewegt sich an der dritten Liga, mit den Erfolgen, die da
ich bezeichne es ruhig mal so, ganz am Anfang sowohl in den Punktspielen als auch ganz besonders im Pokal gekommen sind. Die haben vielleicht auch den Blick verklärt für den einen oder anderen Spieler, der jetzt gedacht hat, jetzt habe ich es in kurzer Zeit sogar geschafft. Bis dahin habe ich mich in den zweiten Mannschaften oder überwiegend in den zweiten Mannschaften bewegt, vorab gespielt vor 50 Zuschauern, habe mit 24 Jahren den Sprung noch nicht geschafft und jetzt auf einmal bin ich am Ziel meiner Wünsche. Und wenn man dann auch die Gesänge immer wieder hört, da hat er nochmal 2, 3 Tore gemacht, der ist dann sofort also auch wieder der Fußballgott und das und jenes. Ist ja alles gut und schön und trotzdem beeinflusst das so einen jungen Kerl, wo man dann möglicherweise auch einen Schritt weniger macht. Und wenn ich dann einmal in der Scheiße bin, wie das jetzt der Fall ist, das haben wir alle erlebt, beziehungsweise ich spreche jetzt mal von mir, wir waren Gegenspieler, wo also Dynamo Dresden abgestiegen ist. Wenn du einmal da hinten drin hängst oder es läuft nicht so und die Zuschauer pfeifen, dann sind ganze Kerle gefragt. Und da hat vielleicht der eine oder andere auch so seine Problemchen, weil er auch vor solchen Problemen noch nie gestanden hat. Jetzt die Kurve zu kriegen, es hängt auch damit zusammen, dass in der Mannschaft auch kaum einer ist, der sich da vorne einen Korn spannt, der da also, sagen wir, ein breites Kreuz hat, der auch die Truppe mitzieht, der auch mal in der Lage ist, den einen oder anderen zusammenzuscheißen, dass derjenige eben auch mal einen Schritt mehr macht. Oder für den anderen mal mitrennt oder kämpft. Ja, und dort jetzt die Kurve zu kriegen, das ist die Aufgabe. Damit man das Jahr ordentlich noch über die Bühne bringt. Unter ordentlich verstehe ich ganz besonders, dass man so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichert. Und dann eben in den letzten Spielen ganz genau hinguckt, mit welchen Spielern man im nächsten Jahr das Ziel zweite Liga anpacken sollte. Das bedeutet, dass einerseits die Verantwortlichen jetzt, wie gesagt, genau hingucken, ganz besonders auf den Charakter der Spieler und dass man die Zeit nutzt, über die Sichtung der einen oder anderen Spieler, ich sage es mal deutlich, deutschen jungen Spieler, denn die haben es ja gezeigt, dass sie es können, dass man da eigentlich bei Dynamo Dresden momentan oder überhaupt richtig lag, so zu gehen, diesen Weg so zu gehen und ja, möglichst kurzfristig, spreche vom nächsten Jahr, das Ziel, wo die Liga angehen sollte. Hansi, du hast vieles angesprochen. Hans, ich frage gleich mal nach. Ralf Minger hat neulich gesagt, wir haben es vielleicht verpasst, den Spielern, einigen Spielern, die Bleischuhe im Herbst anzuziehen, als es hier wunderbar lief, als man Schalke geschlagen hat, Bochum geschlagen hat im Pokal. Wie zieht man denn jungen Spielern die Bleischuhe an? Die kriegen das ja auch von ihrem Berater gesagt, dass sie jetzt ganz die großen Stars sind. Gibt es kein Rezept, wo man sagen kann, das hast du als Trainer oder als Verantwortlicher total im Griff. Du kannst es in der Mannschaftsbesprechung als Trainer immer sagen. Unser Trainer zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach, der Lucien Favre, ist da momentan aber auf einem richtig guten Weg. Trotzdem schafft er es nicht völlig, den einen oder anderen dahin zu bringen, dass er sich realistisch einschätzt. Wenn wir einen Nationalspieler haben, einen Weltmeister, der, das sage ich auch mal hier in dem Rahmen, der im Grunde zufällig Weltmeister wird, weil er eigentlich noch gar kein Weltmeister war und kein Nationalspieler. Und durch die Probleme, die Yogi im Vorfeld hatte und durch seine, das muss man natürlich auch sagen, durch seine guten Leistungen bei uns im Club, es dazu gebracht hat, dass er eingeladen wurde, um dort nochmal kurz vor der Angst auf den Zug aufzuspringen, dann ist das eine Zufallssache, sag ich mal. Was nicht Zufall ist, dass er dann drüben im Rahmen der Auswahl der Spieler sich so in Szene setzt mit seinen fußballerisch beschränkten Mitteln, dass er sogar im Endspiel spielt. Das spricht für den Jungen. Das ist eine ganz große Sache. Aber dann kommt er zurück. Und ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ein Schweinsteiger so oft vor der Kamera war, wie zum Beispiel ein Christoph Kramer. Und wer genau hinschaut, weiß, dass der Junge aus meiner Sicht nicht so spielt wie vorher. Aber das kann man ihm doch gar nicht vorwerfen.
wie er ihm da alles auf die Schultern klopft, wie er ihn alles im Grunde genommen benutzt, um sich auch zu zeigen, das ist ganz, ganz kompliziert. Das, was da Hansi anspricht, ist natürlich, dich muss ich nachher, damit wir die Sendung nicht sprengen, noch ganz persönlich die Frage stellen, du hast gegen mich gespielt. Wie viele Tore hast du gemacht? Keins. Nicht eins. Aber so häufig haben sie ja noch nicht gegeneinander gespielt. Ihr habt euch so gebrieft, hat wieder geklatscht. War gar kein Grund zum Klatschen. Sage ich euch auch warum. Der Hansi konnte deshalb gegen mich kein Tor machen, weil ich gegen ihn nie gespielt habe. Noch einmal, also das werden wir nachher noch aufklären. Weil ich im Grunde genommen immer auf der Ersatzbank gesessen habe. Aber das nur nebenbei. Tatsache ist, dass er das Grundproblem natürlich im Fußball, wo man dann auch mit dem Psychologen und Psychiater droht, natürlich immer wieder davon spricht, dass du als Außenstehender, und ich bin, wenn es um die Dresdner Probleme geht im Fußball, bin ich Außenstehender. Ich verfolge das natürlich, wie das Geschehen von allen Clubs, gegen die wir früher gespielt haben, aber er hat das richtigerweise gesagt, du arbeitest als Trainer, arbeitest mit ein bisschen Glück, aber auch mit Können und machst mit einem Kader, das könnt ihr nicht einschätzen, das kann ich auch nicht einschätzen, mit einem Kader, der wahrscheinlich überhaupt nichts ganz oben zu suchen hat, bist auf einmal ganz oben. Und meine Schwiegermutter hat immer gesagt, ein jeder Wunsch ist er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und da trifft er natürlich den Kern. Der Fan akzeptiert dann den vierten, fünften Platz, der ja immer auch mit zwei, drei Niederlagen verbunden ist, akzeptiert er nicht. Du akzeptierst es ja als Trainer oder als Funktionär, als Manager ja auch nicht gerne. Aber Tatsache ist, dass man eigentlich wissen müsste, was habt ihr eigentlich euren Leuten oder mit euren Leuten zusammen draußen für eine Zielstellung für dieses Jahr erarbeitet gehabt, Hansi? Was war dort Aufstieg? Denn einstelliger dann, Tabellenplatz. Einstelliger, aber wie weit seid ihr weg vom Einstelligen momentan? Wie weit? Eigentlich nicht so weit, weil du brauchst bloß mal zwei, drei Spiele gewinnen, bis in der Liga oder mit vorne dabei. Aber meine ich doch. Eure eigene überraschend starke Leistung am Anfang hat euch in eine Situation gebracht, wo ringsherum nur Unzufriedenheit ist. Ich will das mal nur vielleicht mal noch als Abschluss bringen. Ich habe den Stefan Böger, habe ich selbst trainiert, fand ihn als Spieler schon sehr gut, weil ich immer Spieler sehr geschätzt habe, die aus ihren Möglichkeiten sehr viel gemacht haben. Und habe auch seinen Weg verfolgt und wusste, dass er auch als Trainer aber richtig gute Voraussetzungen hat. Dass er im Grunde genommen, wenn ich das jetzt hier höre, das sind ein paar interne Informationen, die ich gar nicht wusste. Eigentlich aus der Ferne habe ich gesagt, das kann doch nicht der echte Grund sein, warum er hier aufhalten muss zu einem Zeitpunkt, wo zum Beispiel dieser einstellige Platz und die Entwicklung der Mannschaft durchaus noch im Bereich des Möglichen gelegen haben. Und wenn ich aber jetzt hier die eine oder andere Sache höre, dann habe ich mehr Verständnis. Müsste allerdings auch mit Stefan Böger auch mal reden, muss ich mal dazu sagen. Weil das ja immer wieder ein zweiseitiges Schwert ist. Ich persönlich bin nicht so sicher, ob ihr momentan, ihr Dresdner, nicht relativ nah an dem jetzigen Vermögen der Mannschaft liegt. Oder ob ihr mit dieser Mannschaft drunter seid, aber das Wichtigere ist, ihr wollt nach vorne, ihr wollt endlich mal als Dynamo Dresden mit dieser fantastischen Tradition, Christoph und ich haben uns oft ausgetauscht. Klar hat jeder seine Mannschaft, wo er gearbeitet hat, ich habe in Dresden nie gearbeitet. Wir haben uns oftmals ausgetauscht, wenn es um eine Einschätzung des DDR-Fußballs gegangen ist, hat Dynamo Dresden bei mir immer eine riesen Sympathie-Bonus gehabt. Und das hing mit einer einzigen Sache, nicht weil ich die Sprache von Walter Fritsch so gerne gehört habe oder weil ich, Hansi, was weiß ich, deine Spielweise besonders geliebt habe. Ich habe das, wie ihr hier Fußball gespielt und gelebt habt, gespielt auf dem Platz, da musste jeder Liebhaber, musste sagen, hey, das gucke ich mir gerne an. Das war Fußballspiel. Nicht nur bei Walter Fritsch, insgesamt gute Nachwuchsarbeit, richtig gut. Und das, was dann für mich,
besonders wichtig war. Du bist hierher gekommen nach Dresden. Ich hatte zwei Stadien in der früheren DDR, wo ich gern hingefahren bin. Ich bin gern gefahren zu Union Berlin, weil sie ihr entsprechendes Stadion hatten. Das war ja bei euch nicht so toll. Aber in beiden Fällen fand ich, gab es niveauvolles und vor allen Dingen hier in Dresden sachkundiges Publikum. Kann man nicht von jedem sagen. Hier, wenn du hier in Dresden warst, hast du immer das Gefühl gehabt, dass da Fußball-Sachverstand mitgearbeitet hat. Dass man eigentlich die Gründe, warum auch wir gekommen sind, denn du hast ja nichts geboten. Ich kann nicht Dresden bieten. Das Schlimme ist, dass er vorher gelogen hat. Er hat gesagt, er hätte kein Geld. Das stimmt ja nicht. Okay. Ich will natürlich auch die anderen Gesprächspartner heute mal in die Runde reinnehmen, sonst wird es ein bisschen eindeutig. Uwe, der Hans Meyer hat gerade über Stefan Böger gesprochen. Da will ich nochmal anknüpfen. Welche Hauptfehler hat er denn jetzt gemacht, also aus deiner Sicht? Was war denn der Hauptfehler, der dann dazu führte, dass er jetzt nicht mehr Trainer der SGD ist? Na, Hauptfehler ist ja so ein bisschen schwierig. Da wird ja jeder vielleicht was anderes wahrnehmen. Man muss vielleicht mal kurz, das, was der Hans Meyer gesagt hat, stimmt doch. Und wenn man das übersetzt für die spezielle Situation in Dresden, kam man aus einer Zweitligasaison, wo man in 34 Spielen nur 5-mal gewonnen hat. Das heißt, das ganze Umfeld, das ganze Stadion war ausgedörrt. So, und jetzt passiert das, was passiert ist. Ein bombastischer Saisonstart. Und natürlich haben alle ja geschunkelt. Und da kann sich ja jeder selber mal hinterfragen, wie es ihm so ging. Und das war ja toll. Und für das Publikum vielleicht auch ein Segen, nach der schwierigen Zweitligasaison endlich wieder das Gefühl zu haben, gute Stimmung, guter Fußball, welcher Reihenfolge auch immer. So, und in der jetzigen Wahrnehmung ist der Stefan Böger immer mehr zum Einzelkämpfer geworden. Also er war dann letztlich in gewisser Weise isoliert. Da gab es die Diskussion um den Fitnesstrainer, um den Sascha Lenze noch dazu. Und natürlich erschien der Eindruck, dass die Spieler zunehmend von dem Fitnesszustand, den sie im Sommer vielleicht hatten, vielleicht auch weil es so gut lief, aber auch das ist ja wieder eine Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung, sich ein Stück weit oder zunehmend entfernt hatten. So, und da ist natürlich die Frage, nicht alle Spieler sehen zum Beispiel so, dass sie nicht fit waren. Sie haben gesagt, nee, wir haben da nicht das Problem, obwohl die Ergebnisse auch aus Sicht der Spieler im Herbst dann zunehmend dagegen sprachen. Und Peter Nemeth jetzt, der Trainereffekt ist ja nicht spürbar, das muss man ja ganz so deutlich sagen. Ist er aktuell nur der sportliche, in Anführungszeichen, Insolvenzverwalter oder kann er die Probleme gar nicht so schnell lösen? Also ich glaube, der Peter Nemeth ist ein solider Arbeiter. Ich glaube, er hat natürlich gerade das Problem in einer Zeit, wo man vielleicht reden muss, vielleicht auch nicht zu viel reden darf. Das ist ja immer die Frage, um da vielleicht irgendwelche Blockaden zu lösen. Da weiß ich gar nicht, ob er im Prinzip die Rolle spielen kann. Ja? Die Frage ist, wer hilft ihm? Also wie hat der Ralf Minge sozusagen die Mannschaft unterstützen können im Herbst? Welche Rolle spielt er jetzt? Das muss man natürlich dann auch mal beurteilen. Und welche Chancen gibt es denn sozusagen im Februar am Fitnesszustand der Mannschaft groß was zu verändern? Also da wissen aber die drei hier neben mir viel, viel, viel besser Bescheid, dass das also dauert. Christoph Franke, der Trainer war jetzt mit der Mannschaft in der letzten Woche 4 Tage in einem Trainingslager in Thüringen, in Teistungen, mitten in der Saison. Ist das Aktionismus, um das Umfeld zu beruhigen, oder bringt das jetzt was zu dem Zeitpunkt? Also von der Fitness her, denke ich, ist das am Ende der Saison, wir haben ja nur noch, ich glaube, 8 Spiele, nicht so sehr viel bringt, aber jetzt mal raus aus Dresden, wo ja, ich sag mal, die Presse schon unzufrieden ist, die Zuschauer unzufrieden, und gemeinsam sich mal zurückziehen, das kann schon was bringen. Also das ist durchaus sinnvoll, mal abends zusammen sich zu setzen, möglicherweise auch mal Bier zu trinken, ein bisschen zu grillen. Also diese mannschaftliche Geschlossenheit irgendwie noch mal ein bisschen anzuregen für den letzten Rest. Und wir sagen jetzt, holen wir noch mal was raus.
das ist schon okay. Jetzt haben wir die Situation bei Dynamo schon ein bisschen angerissen, gehen dann natürlich ein bisschen später noch in die Tiefe. Ein Wort zum Chemnitzer FC, auch die sind hochgeflogen, waren auch Spitzenreiter, sind jetzt Tabellenelfter. Wie ist denn die Situation in Chemnitz? Ist man dort mit der Lage zufrieden, weil man vor der Saison eh gesagt hat, wir kämpfen erstmal um den Klassenhalt, oder ist man dort auch latent unzufrieden? Ja, die Situation vom Saisonverlauf her ist ähnlich. Wir haben über unserem Limit gespielt, die Chemnitzer, zu Beginn in der Euphorie. Ich kenne die Dresdner Verhältnisse nicht so genau, weil ich die Spiele ab und zu im Fernsehen gesehen habe. Jetzt das letzte gegen Halle Original. Aber es muss ja ähnlich so gelaufen sein. Mit einem Unterschied, diese lange Durststrecke vor Weihnachten, und jetzt scheint sich aber Chemnitz auf dem Niveau einzupegeln, was für mich eigentlich für dieses Jahr normal ist für Chemnitz. Und ähnlich sehe ich es bei Dresden. 40 Punkte sind im Moment normal. Wenn man sagt, man will das und das und das, die Tendenz, wie es gelaufen ist, das ist natürlich ärgerlich, dass es eben noch nicht wieder abgefangen ist, dieser Abwärtstrend. Und dort muss man sich eben Gedanken machen, aber man hat den großen Vorteil, sich die Gedanken jetzt machen zu können ohne Abstiegsangst, würde ich so sehen. Ja, denn mit 40 Punkten, ja, mit 40 Punkten brauchst du zwar noch 5 Punkte vielleicht, aber wenn du 8 Spiele hast, dann müsste das hier kein Problem sein. Also man muss jetzt richtig, der Hansi hat, der ist näher dran, genau analysieren, war es nur die Euphorie, haben ein paar ältere Spieler gefehlt, hat der ein oder andere ältere Spieler, der dabei ist, ist vielleicht am Ende seiner Karriere, kann er nicht mehr so helfen, ich weiß es nicht viel, kann er nicht mehr so helfen, wie er noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren geholfen hat beim Aufstieg, wo er die entscheidende Person war. Also die Chemnitzer haben jetzt die Kurve bekommen, es war auch eine Unzufriedenheit da, aber ich habe, wenn sie mich gefragt haben, habe ich auch gesagt, lass die Kirche im Dorf. Die Tendenz ist nicht gut, aber jetzt pegeln wir uns dort ein und jetzt müssen wir nächstes Jahr sehen. Was der Hansi gesagt hat, gucken, wer erfüllt die Anforderungen, ne? Wem könnte man holen, auf Charakterstärke achten und so weiter. Wir nehmen Sie auch immer mit ins Boot, und zwar über die sozialen Netzwerke. Sie konnten uns vorab Fragen stellen. Und die Fragen aus den Netzwerken, die hat jetzt mein Kollege Andreas Zabo. Ja, da kommt die erste Frage von Jörg an Hansi Kreische. Herr Kreische, beziehungsweise er duzt Sie gleich, ich hoffe, das ist in Ordnung. Hansi, du warst mein Idol, hast viel zu früh aufgehört. Thema Trainer beschäftigt die Fans sehr. Hättest du Stefan Böger gefeuert? Auch im Zusammenhang jetzt mit dem Sportdirektor, da fragt auch Frank Kessler nach, liegt es auch mit an der sportlichen Leitung, was da in Sachen Trainerwechsel passiert ist? Na, offensichtlich war es notwendig, den Trainer zu wechseln, denn der Zeitpunkt, so haben es viele empfunden, war ja denkbar ungünstig. Wir brauchen bloß zurückdenken, wir hatten kurz vor Weihnachten 2 Heimspiele, die haben wir mit Ach und Krach und mit viel Glück jeweils 1-0 gewonnen. Und dort hat sich eigentlich auch schon ein bisschen angedeutet, dass es, sagen wir mal, ein bisschen weniger wurde. So, und die Person Stefan Böger, ja, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn er zum Beispiel, ich habe es vor uns auch schon dem Hans bzw. dem Christoph erzählt, dass Ralf Minge einen Termin anberaumt, wo also Ralf Minge dabei ist, Dixi Dörner und meine Person. Wo es eigentlich nur darum ging, dem Stefan Böger mitzuteilen oder überhaupt zu, sagen wir mal, zu unterstützen oder ihm nochmal klar zu machen, dass wir ihm den Rücken frei halten, dass wir zu ihm stehen, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, weil wir hier was aufbauen wollen, weil wir zurückliegend immer wieder von vorn begonnen haben und wir jetzt wieder mal eine Situation haben, wo man mal mit Personen sich, sagen wir, umgibt, wo man auch vertrauensvoll umgeht. Und nichts anderes war mit diesem Termin gemeint. Dort sollte keine Kritik geübt werden oder irgendwas, sondern eigentlich nur eben unterstützend
mit Worten, sagen wir, auf dem Weg mitzugeben. Er hat es abgelehnt. Er hat also diesen Termin nicht für notwendig erachtet, beziehungsweise dieses Gespräch, Termin, das war also kein verbindlicher Termin, den der Ralf Minge da, sagen wir, als Verantwortlicher da anberaumt hat, sondern eigentlich nur ein Angebot. Und hinzu kommt, dass also dort auch immer wieder laut wurde, dass wenn der ein oder andere beim Training dabei war, Dixi ist hin und wieder mal da gewesen, oder ich oder der Ralf sowieso, das hat dieser Trainer als Beschnüffelung oder als Misstrauen betrachtet. Genau. Ja, und das ist natürlich keine Basis. Und wenn er denkt, er müsste Alleinunterhalter sein, und dann kommen ja noch die ganzen Sachen dazu mit Physiotherapie und was weiß ich, wer da alles noch um die Mannschaft mit rumspringt, die sicherlich nicht das Recht haben, da in der Aufstellung mit reinzuquatschen, aber auch ihren Job machen müssen. Und wenn man dort auch noch, sagen wir mal, alles negiert, dann hat das auch keinen Sinn. Weil man, wie gesagt, was öffnen möchte, beziehungsweise will oder überhaupt muss, wenn wir hier langsam mal zur Stuhle kommen wollen. Weil es gibt ja nicht nur da oben drin Riesenprobleme, sondern an der Basis noch viel mehr. Basis meine ich, das ist die Pyramide, die nach oben geht, ja nie so hier, sondern so. Herzlichen Dank. Eine kurze Frage noch an Hans Mayr. Ich weiß nicht, ob Sie unseren Kader zurzeit im Blick haben. Berit Zeitl fragt nämlich, wie würden Sie im kommenden Spiel Dynamo gegen den CFC die Mannschaft denn aufstellen? Oder hätten Sie vielleicht ein, zwei Spieler, die es mitbringen könnten und die Sie gerne aufstellen würden? Hat er mich auch mit du angesprochen? Ne? Nee, du hast mich nicht getraut. Das hat mich nicht getraut. Stell ich jetzt mal wirklich zurück. Da kneife ich nicht, aber ich kenne mich zu wenig aus bei Dynamo, jetzt mal im Detail mit den Spielern, dass ich das wagen würde. Wenn das reicht, hätte ich, wenn du Zeit hast, auf das, was der Hansi sagt. Na klar. Eine kleine Bemerkung noch. Ist okay? Natürlich. Es ist natürlich so, dass Dynamo Dresden aus dem, was der Christoph und was der Hansi sagt, in einer Situation sind. Ich weiß, ich kenne den Ralf Minge, ich schätze ihn auch sehr und weiß, dass er natürlich in seiner verantwortungsvollen Tätigkeit hier auch keine Schnellschüsse loslässt, auch wenn im Fußball natürlich manchmal, wenn ich das ein oder andere höre, natürlich auch Eitelkeiten eine Rolle spielen. Das schiebe ich mal weg. Dynamo Dresden steht im Vordergrund. Dann habe ich mir das überlegt, habe ich es nicht wegen ein, zwei Dingen gemacht, sondern weil ich irgendwo an der Arbeit vom Stefan Böger. Ich bin nicht überzeugt und glaube, dass es für die Entwicklung von Dynamo besser ist, wenn wir uns trennen. Jetzt mal über den Zeitpunkt können wir weglassen. Aber sie machen es jetzt im Frühjahr, und jetzt kommt, das wird noch gehen. Aber jetzt beginnt für mich die Fragestellung. Jetzt nimmt man einen jungen Mann, wo man eigentlich gesagt hat, bis zum Sommer. Das halte ich für eine Gefahr. Also wenn ich schon die günstige Gelegenheit nutze, Dynamo Dresden dürfte nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben eine Situation, wo wir an das nächste Jahr richtig denken können. Wenn so ein Schritt gemacht wird, dann noch unter dem Gesichtspunkt, da muss ein Trainer mit her, der zusammen mit dem Ralf diese neue Mannschaft aufbaut und diesen ganzen Fans eine richtige Linie vorgibt. Das haben wir vor. Die Möglichkeit, wieder einmal in dieser Ruhe in den letzten zwei, drei Monaten zu arbeiten, wenn nicht irgendwelche im Publikum oder auch in auf Funktionärsebene sitzen, die auch jetzt noch an den Aufstieg glauben. So, eher weniger. Aber ich habe da auch schon die dollsten Dinge erlebt. Also ich sage mal so, eigentlich wäre jetzt ein Trainer gefordert und wäre nötig, der über den Sommer hinaus mitdenkt und mitplant und den Spielern auch das Gefühl gibt, verdammt nochmal, was da von dem kommt, der ist nächstes Jahr auch noch da. Also ich sag mal so, diese Situation bei Dynamo hat sich ergeben aus dieser fantastischen Situation, jetzt in einer eher normalen, in Anführungszeichen, 4-5 Punkte mehr oder 3 Punkte mehr, das ist schon okay,
Aber ich denke, dass diese Zeit, die jetzt da ist und die eigentlich ohne besondere Erwartungen da wäre, um dort vielleicht auch mal das eine oder andere Experiment zu machen, aber vor allen Dingen auch an die Kader zu denken, die im Herbst dieses nächste Ziel vielleicht, die nächste Stufe angeht, das ist durch dieses Nicht-Dasein des Trainers mit Zukunft. Aber vielleicht irre ich mich. Ich habe nur irgendwo in der Zeitung gehört, dass also dieser junge Mann also bis zum Sommer es erstmal machen soll. Ist das korrekt? So ist das richtig. Liege ich da richtig? Aber ich glaube, dass da eine Zeit verstreicht, die eigentlich sehr, sehr günstig wäre, um sich für das nächste Jahr optimal vorzubereiten. Andreas, Dankeschön. Uwe, wir haben die Trainerthematik gerade angesprochen, haben so ein bisschen auch über Stefan Böger gesprochen, wollen jetzt mal vorausschauen. Auf den Sommer auch schon, da sieht es ja so danach aus, als wenn ein neuer Trainer gesucht wird. Warum gelingt es aber Dynamo grundsätzlich nicht, Konstanz auf der Trainerbank reinzubekommen? Wir haben hier jemanden sitzen, der es geschafft hat, der 4,5 Jahre auf der Bank saß, aber ansonsten waren sie immer schnell weg. Ja, die Frage ist ja, warum der Christoph 4,5 Jahre auf der Bank gesessen hat. Das werden wir ihn gleich fragen. Genau so ist es. Weil ich glaube, weil er hat ganz gute Bedingungen gehabt. Er hatte damals ja die Bedingung gestellt, der Co-Trainer muss ein Mann seines Vertrauens sein. Er braucht an seiner Seite jemanden, der sich um die Finanzen kümmert. Das war der Sigi Menz. Und das waren schon mal viel bessere Voraussetzungen als vielleicht der eine oder andere, der, glaube ich, 30 Dynamo-Trainer seit der Wende hatte. Jena ist, glaube ich, Spitzenreiter mit 36 Trainern. Seit der Wende. Von wem sprichst du jetzt? Von Jena. Jena. 36 Trainer. Ja, die wollten schon immer hoch hinaus. Die sind noch eine Klasse tiefer. Christoph Franke, wie schafft man das? 4 Jahre und 198 Tage in Dresden nicht nur zu arbeiten, sondern auch erfolgreich zu arbeiten. Ja, du sagst ja, man muss Erfolg haben. Aber es war ja eigentlich zu Beginn, mal abgesehen von den Finanzen, die im Argen lagen, dort hat der Herr Köster und er mir gleich gesagt, also wir sind pleite. Und dann habe ich gesagt, wir machen erstmal los und dann werden wir weitersehen. Ja, also da ging nicht mehr viel falsch zu machen, muss ich mal sagen, weil Dynamo Dresden war absolut am Boden, war unter ihren Erwartungen, ich glaube, Fünfter mit 20 Punkten Rückstand auf dem Ersten. Die Magdeburger waren das, glaube ich, die aufgestiegen sind. 951 Zuschauer in ein Spiel gegen Nordhausen, was ich mir dann angeguckt habe und so weiter. Also man konnte eigentlich hierher kommen und es musste besser werden. Das war von vornherein klar. Ja. Und wir haben eben dann es erreicht. Erstmal denke ich, braucht der Trainer um sich herum zwei, drei Leute, zu denen er auch Vertrauen hat. Da habe ich den Köhlein mitgebracht, den ich von der Altersklasse 13 an kenne, der dort, als ich selber als Spieler aufgehört habe, als erster Jahrgang, der erste Jahrgang war, den ich übernommen habe in der Altersklasse 13. Und von daher kenne ich ihn über die Männer, wo ihn der Hans dann auch kennengelernt hat. Und da war es für mich logisch, Mann deines Vertrauens. Er hatte das Sportstudium gemacht, zu DDR-Zeiten noch und so weiter. Also den bringst du mit. Und ich hatte in Sigi Menz in Chemnitz kennengelernt. Ich habe ja die Story schon ein paar Mal erzählt. Ich habe sie gerade noch mal in Uwe erzählt. Das war ein Mann, der finanziell für den Club gearbeitet habe. Und das kommt darin zum Ausdruck, ich will mal erzählen, was der Sven Köhler als Spieler sagt, du gehst zum Sigi rein in Verhandlung, gehst rein und nimmst dir eine gewisse Summe vor. Sagst, also unter die Summe gehe ich nicht. Ja, da höre ich auf hier, ja, um eben so ein bisschen Druck auf. Du kommst wieder raus, hast weniger, aber hast ein gutes Gefühl. Und er hat dann auch Verträge gemacht, wenn ich das verglichen habe, wo wir herkamen, die Verträge, die dort mit diesen holländischen Leuten und so weiter gemacht worden sind, die angemessen dem waren, wo wir waren. Wir waren am Anfang eben in der vierten Liga. Vierte Liga. Oder, ja,
Und dann wurde das eben immer ein bisschen mehr, aber wir waren eben dann unter zweiten Liga. So, also das ist wichtig. Und dann, dass du eben auch hier und da mal ein bisschen Glück hast. Das haben wir zweifellos gehabt. Und eben auch eine Truppe, die irgendwie aus diesen, sag mal, aus dieser misslichen Lage vor der Insolvenz und so weiter zusammengewachsen ist. Und dort, wir zeigen es dem. Das war das, wo wir eben dann die Erfolge hatten. Hans Meyer, Christoph Franke will nicht mehr, der will sich mehr um oder weniger um die Landwirtschaft zu Hause kümmern. Aber wie sieht denn der ideale Trainer für einen ostdeutschen Traditionsverein, nennen wir ihn mal Dynamo Dresden, aus? Also erstmal kennst du den Christoph Franke nicht, sonst wüsstest du, dass er sich erst seit kurzem um den Landwirtschaft. Ich weiß, kümmert. Aber jetzt noch intensiver. Er hat seine Arbeit auch als Assistenztrainer regelmäßig vernachlässigt. Das mussten Sie dann aufholen. Weil seine Ziegen, seine Hunde und seine Katzen ihm vorgingen. Das erstmal als Anfang. Ich sag mal so, der Christoph hat eigentlich alles gesagt. Also die Frage, wenn ein Trainer irgendwo relativ lang dabei ist und man dann auch nicht die Leitung aber richtig lobt für Kontinuität, nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit Gladbach. Seit ich dabei bin, das ist seit 2011, haben wir noch nicht einmal es nötig gehabt, auch nur so viel über unseren Schweizer Erfolgstrainer nachzudenken, ob wir ihn irgendwo im Grunde vor die Tür setzen. Das ist eine fantastische Sache. Alle sagen, es ist schön. Wir sind mit einer bestimmten Kontinuität, mit einer Stabilität dabei. Aber er hat ja keinen Grund gegeben. Er hat ja seitdem nur gewonnen. Das ist ja im Grunde, weißt du immer nicht, was ist zuerst Ei oder Henne. In dem Augenblick, wo der Christoph hier in Dresden anfängt ganz unten und dann im Grunde genommen fast nur Erfolge hat, natürlich auch ein paar kleine Hänger, aber im Grunde genommen ist das die Voraussetzung dafür, dass du auch als Leitung stabil sein kannst, wenn du nicht, wie ich es einmal erlebt habe bei Union Berlin, als Manager den Gerd Kiescher hast, der mich als fast Tabellenführer entlässt. Sowas gibt es auch, aber zum Glück hat, dass der Christoph hier in Dresden nicht nur zum Glück, sondern aus einer logischen Folge seiner Leistung heraus nicht erlebt. Aber Hansi, das fällt schon irgendwie auf. Es fällt Dynamo in den letzten Jahren immer wieder schwer, den richtigen Trainer zu finden. Also andere Vereine machen es ja auch vor. Braunschweig aber, gelingt es, Darmstadt gelingt es. Ich persönlich glaube, dass genau das, was ich gerade gesagt habe, der springende Punkt ist. Ja. Dass ihr als Dynamo-Fans immer nur glaubt, das ist für euch typisch. Für alle Mannschaften, wo bestimmte Erwartungen nicht erfüllt werden, ist das ähnlich. Der Schuster macht es mit Darmstadt in einer Art und Weise, dort gibt es überhaupt keinen Grund zu zweifeln in den letzten 2,5 Jahren, seit er dabei ist. Vorher war er schon bei den Stuttgarter Kickers, hat es dort schon prima gemacht, ist er am Buchwald gescheitert. Also an irgendeiner Stelle muss man schon sagen, ich bin ja immer meistens auf der Seite der Trainer, weil ich die Probleme aus Trainersicht viel, viel besser erkenne. Aber ich muss schon sagen, dass der ein oder andere Trainer geht, das hat nichts immer nur mit der bösen Leitung zu tun, sondern da hat derjenige, der dort als Trainer arbeitet, auch an irgendeiner Stelle die ein oder andere Aktie mit dran. Das muss man auch sagen. Aber jetzt bin ich nicht in der Lage, jetzt zu sagen, wie viel hast du gesagt? 30. Spitzenreiter ist in republikweit, Carl Zeiss Jena. Und wie viel habt ihr? 30. Aber das ist auch interessant für euch. Habt ihr eine Menge Menschen kennengelernt. Ganz unterschiedliche Trainer. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Ihre Liebe zu Dynamo Dresden, auch zu Union Berlin. Und Sie haben auch gesagt, Sie wären fast um ein Haar auch mal hier Trainer in Dresden geworden, sind es dann bloß nicht geworden, weil Sie die Sprache nicht verstanden haben. Also, wann war es denn soweit? Ich habe zweimal in meinem Leben gezögert. Zu lange gezögert? Nee, das hat sich so ergeben. Das war Dynamo Dresden, bin ich wirklich mal angesprochen worden. Und wäre ich bald hier gelandet und weil ich aber... Wann war das? Du weißt, wie alt ich bin? Natürlich. Meine Probleme. Es fällt noch in das Kurzzeitgedächtnis. Und da habe ich keine Chance. Aber du kannst mir helfen. Genau, ja, Hans, das war 91. Da waren wir im Gespräch
du wolltest, und wir waren uns so gut wie einig, aber da kam der Herr Thompson und wollte für dich eine Ablöse haben für 500.000 und die wollten wir beide nicht. Also für dich war es zu wenig und für mich war es zu viel. Denn du bist ihr, mehr wert. Ihr habt diese 500.000 nicht gegeben und ja. Ich hatte dem Werner Thompson damals gesagt, ob er mich denn verschleudern will. Wolf-Rüdiger Ziegenbalg, der Ex-Dynamo-Präsident, wollte sie also damals holen. Ja, ja. Und das hat aber, also nicht funktioniert. Aber ich will noch die andere Sache auch noch sagen, weil die genau dort reinpasst. Und dann bin ich im Herbst 1995 bin ich von Twente Enschede, von den Holländern angesprochen worden. Und beide Dinge lagen auf derselben Ebene, die Sprachprobleme. Aber als der mir bei Twente Enschede gesagt hat, dass Twente, also Enschede, praktisch an der Grenze liegt und sich seit Jahrzehnten mit Butter und Käseschmuggel sich über Wasser halten, können sie alle Deutsch, war das kein Problem, das Sächsische schon. Gut, aber Sie verstehen uns heute, also das klappt ganz gut, oder? Du bist auch ein Zugezogener. Nein, ich bin echter Dresdner. Okay. Und den Hansi versteht man auch gut. Hansi, warum ist es der SGD über die vergangenen 10, wir haben die Franke-Ära ja angesprochen, 2004 ging es hoch mit ihm in die zweite Bundesliga. Warum ist, 5 Jahre hat man insgesamt dort gespielt, 2 unter Franke, dann jetzt nochmal zuletzt 3 Jahre. Warum hat sich der Verein nie etablieren können, zumindest in der zweiten Bundesliga? Tja, wenn wir das wüssten, da könnten wir jetzt handeln und sagen, dass der oder der Trainer gibt uns die Garantie. Fakt ist, dass wir jetzt wieder an dem Punkt angelangt waren und wir gehofft hatten, dass mit Stefan Böger, einer aus dem Osten, der sehr gut vernetzt ist, speziell was den Nachwuchsfußball betrifft, dass der der richtige Mann ist. Leider ist es nicht so. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir ganz, ganz, ganz genau überlegen müssen, um vielleicht doch mal das zu erreichen, beziehungsweise dass man mal Konstanz reinbekommt, Kontinuität, und das geht nur, wenn man dort mal ein Team schafft, wo man sich, er hat es auch gerade wieder gesagt, wo man sich vertraut untereinander, wo man sich die Meinung sagt hinter verschlossenen Türen, wo wenig nach außen dringt, was nicht nach außen gehört und. Und da, denke ich, muss man jetzt ganz, ganz, ganz genau überlegen, was man jetzt hier macht. Scheitert der Verein möglicherweise auch an der großen externen Erwartungshaltung, die rund um den Verein existiert. Ist das vielleicht das, was es so schwierig macht? Ja, Fakt ist ja, dass ich glaube, ich habe es vorhin gesagt. Man fühlt sich ja immer oft als gefühlter Erstligist. Wenn du 3, 4 Spiele mal gewonnen hast oder kommst im Pokal mal 2 Runden weiter, dann wird schon wieder gesungen, dass wir, was weiß ich, in welcher Liga spielen müssten. Und genau das ist eben in Dresden der springende Punkt, dass man sich auch als Verein, als Verantwortliche muss man sich stark machen und immer wieder nach außen auch predigen, dass wir hier was aufbauen wollen, dass wir auch mal eine schwächere Phasen eintreten, aber wenn wir es irgendwann mal schaffen wollen, eine Konstanz reinzukriegen, über Jahre zweite Liga zu spielen, an mehr wollen wir ja gar nicht denken, ja, dann muss man, sagen wir mal, in dieser Richtung sich orientieren, wie es der Christoph gesagt hat oder wie der Hans gesagt hat. Also und da sind jetzt in dem Verein eigentlich ein paar Leute, die dort ein wenig mit beeinflussen können, beziehungsweise mit helfen können, sind eigentlich wieder da, wenn ich von mir ausgehe. Ja, könnte man jetzt fragen, warum bin ich weg gewesen? Ne? Ich bin nicht gerne arbeitslos. Das ganz klar. Du warst ja dann auch unter anderem Scout beim Hamburger SV, bei RB Leipzig. Stichwort RB Leipzig, Hans Meyer. Mal abgesehen von RB Leipzig. Takt hast du aber nicht, ja? Doch. Warum sagst du in dem Moment gerade, dass er regelmäßig Scout war beim HSV? Ach so, das war ja noch die erfolgreiche Zeit des Hamburger SV. Okay, da war der Hamburger SV noch in der Champions League. Da haben die noch gegen Juventus Turin 4-4 gespielt. Hast du dich gerade noch gerettet. Dankeschön. Das war doch so, Hansi, oder? Genau das ist der springende Punkt. Wenn man den HSV anguckt, ja, das hat es mit Dynamo Dresden nicht, aber es gibt doch Parallelen. Ja, sind wir der ostdeutsche HSV? Auf jeden Fall, so Partnerstadt auch noch. Und man hätte eigentlich, sagen wir, auch vieles gemeinsam machen können. Gar keine Frage, aber ich will nur sagen, dort war auch
die Nicklichkeiten in der Führungsetage, sprich Beiersdorfer Hoffmann. Das war eine einzige Katastrophe. Hoffmann, null Ahnung für Fußball und wollte über was weiß ich was alles entscheiden. Und Beiersdorfer, kein Arsch in der Hose, hat dann gekniffen und das Weite gesucht. Ja, und was ist mit dem Verein passiert? Es geht bergab. Das waren aber jetzt schöne Grüße nach Hamburg. Ja, sicher, weil man dort bessere Zeiten erlebt hat. Ging aber nur, wo also einer dort auch ein bisschen Struktur reingebracht hat, ganz besonders auch, was die Scouting-Abteilung betrifft. Wo man auch die richtigen Spieler noch geholt hat, wo man Spieler geholt hat, die eine Million gekostet haben und die für 10, 15 Millionen wieder verkauft wurden. Was hat das mit Scouting zu tun? Ich hatte gerade Leipzig mal schon angesprochen. Die haben ein ganz anderes Modell. Das ist nicht vergleichbar mit anderen ostdeutschen Vereinen. Aber hat es abgesehen von Leipzig, ein anderer Verein, hat er die Möglichkeiten, überhaupt nochmal Richtung erste Liga zu schauen? Ja, also erstmal ist es doch schon erfreulich, dass nicht nach meiner Prognose in bezahlten, damals bezahlter Fußball, dritte Liga ist auch bezahlter Fußball mittlerweile. Aber damals waren für mich zweite und erste Liga bezahlt. Dass da die Ostmannschaften aber richtig drum fighten müssen, drin zu bleiben. Da haben wir ja immerhin mit Union Berlin und auch Aue, aber Mannschaften dabei, jetzt mit RB Leipzig, die natürlich mit uns nur indirekt was, nur als Stadt was zu tun haben. Aber in Fragen von stabilem Aufbau, wirtschaftlichen Aufbau, sind nach wie vor die Mannschaften des Ostens noch nicht in der Lage, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, die 1999 als Schießbude in der Nation absteigen, als Club, als Gemeinschaft 44 Millionen D-Mark Schulden haben und sich in 12, 13 Jahren auch mit Abstieg zwischendurch, auch mit richtig viel Rebellion, mit viel Unzufriedenheit, aber dort mit einer Leitung, die vom Fußball auch nicht so sehr viel verstanden haben, aber wirtschaftlich ein Konzept hingelegt haben, wo im Grunde genommen nach dieser langen Zeit etwas aufgebaut ist, wo du jetzt erwarten kannst, sogar musst, dass bessere Leistungen da sind. Und da sind wir momentan angelangt. Das ist aber sehr, sehr kompliziert. Dass dort in diesem Ost-Territorium, wo alle Mannschaften, der Fußball, Geld schießt keine Tore, aber dort, wo Geld da ist und du hast genauso viel wie Bayern München, dann wird die Mannschaft vorne liegen, die besser arbeitet. Das müssen wir schon sagen. Und im Osten ist nicht schlecht gearbeitet worden. Aue ist für mich überragend gearbeitet worden. In Cottbus Eduard Geier ist überragend gearbeitet worden. Aber unterm Strich wird dort eine Grenze gesetzt sein. Und dass dort in einer Stadt wie Leipzig, wo Chemieanhänger und Lokanhänger, natürlich auch die entsprechenden Funktionäre, nicht in der Lage waren, ein paar Schwellen, ein paar Hürden zu überspringen, wo es um Gefühle geht und um Fan. Ich werde nie ein Fan sein, weil ich doch zu rationell bin. Dass sie es nicht geschafft haben, die Wirtschaftskraft von Leipzig zumindest zu konzentrieren auf eine Mannschaft, dass dort einer einspringt und das nutzt, der im Grunde um die Investruine, dieses WM-Stadion ausnutzt und dort in relativ schneller Zeit, obwohl die ganze Republik die Schnauzen zerfetzen, im Grunde genommen in einer Lage befinden, dass sie momentan oben anklopfen, dass sie ganz sicher im nächsten Jahr wieder da vorne, ganz vorne eine Rolle mitspielen. Aber jetzt, das ist für mich das Wichtigste, im Stadion, in der zweiten Liga aber mal ganz schnell 25.000, 30.000 Zuschauer haben. Ist doch herrlich. Also diese 30.000 gehen nicht dorthin, um ihren Protest für die Art und Weise, wie die Punkte geholt werden, zu demonstrieren, sondern weil sie endlich nach diesen schönen Zeiten vom Uli Thomae, wo er mit Lok Leipzig im Europapokalfinale in Athen gestanden hat, wieder ordentlich im Fußball sehen wollen. Also ich sag mal, mir wäre es auch lieber, es hätte sich irgendein so ein Geldscheißer für Dynamo Dresden gefunden. Wäre mir lieber gewesen. Aber ich finde, in einer Gesellschaft, wo wir ja nicht unter dem Motto leben, Friede, Freude, Eierkuchen und jeder ist des anderen Freund, sondern wo wir in der Marktwirtschaft leben, halte ich es legitim. Und wir, der Verband, muss sich nur um eines kümmern
und sich schützen davor, dass diese Mannschaft, die in der zweiten Liga oder vielleicht demnächst erste Liga spielt, nicht zwischenzeitlich deswegen Insolvenz geht, weil der Mann, der oben das Geld gibt, sich rausmacht. Das ist natürlich eine Sache, das ist eine organisatorische Frage. Die andere Frage, ob diese Mannschaft ohne Tradition Erfolg hat, interessiert momentan nur die 30.000, die jetzt dort reingehen. Alle anderen sagen das auch mit einem gewissen Maß an Neid, in Anführungszeichen, dass ihre Lieblingsmannschaft es unter so viel schwereren Bedingungen oder mit so viel schwereren Bedingungen zu tun hat, um sich da in entsprechende Szene zu setzen. Ich finde, an diesem Projekt von bei Hopp sowieso habe ich noch eine andere Meinung, denn dieser Mann ist Milliardär, hat nicht geklaut, hat nicht geerbt, hat richtig in diesem System die Möglichkeiten ausgenutzt, um sich dort entsprechend in Szene zu setzen. Und was er aber im gesamten Bereich um Hoffenheim, warst du schon mal in Hoffenheim? Ja. Warst du schon mal in Hoffenheim? was er dort gemacht hat und was er in Mannheim macht, auch in anderen Sportarten, was er im Nachwuchsbereich macht, was er dort investiert, was er offensichtlich seinem überflüssigen Geld investiert, um andere mitpartizipieren, das finde ich richtig gut, finde ich richtig prima. Besser als dieses Geld wie Donald Duck. Kennst du diese? Auch die kenne ich. Und der mit der Planierraute sein Geld planiert, dass er das hortet. Das finde ich besser. Wir können uns immer irgendwas Idealeres vorstellen. Aber mir ist das immer noch lieber, als wenn ich weiß, da ist irgendein russischer oder ukrainischer Oligarch, der auf ganz dubiose Art und Weise an seine Milliarden rangekommen sind, an das russische Volkseigentum, was bei uns auch verschwunden ist. Aber den großen Geldgeber wird es so in Dresden nicht geben, Uwe, nach Lage der Dinge. Nee. Das Leipziger Erfolgsmodell ist in Dresden nicht zu adaptieren. Das sind ja die beiden extrem Punkte. Richtig, hier, ne? Es ist, heißt es vielleicht, abgewandelt von Gladbach oder Braunschweig lernen, heißt Siegen lernen? Zumindest muss man den Dresdner Weg finden und offensichtlich ist er noch nicht gefunden worden. Das ist ganz, ganz einfach. Vielleicht haben wir, ich meine, das ist ja nichts Neues, dass der ein oder andere Verantwortliche auch speziell in der Vergangenheit vielleicht eher Fan war, als die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man sich mal in die Lage der Spieler reinversetzt, wir waren vorhin ja bei den Bleischuhen mal kurz, ist das ja auch gar nicht so einfach. Als Drittligaspieler jede Woche ein volles Stadion oder alle zwei Wochen, dazu Live-Übertragung, flächendeckend. Ja, was will ich denn mehr? Also wo kommen denn die Ziele her? Das wollte ich gerade fragen, Christoph Franke. Kann ich mir vielleicht die dritte Liga auch schönreden, möglicherweise auch schön saufen? Weil nächste Saison kommen dann möglicherweise noch Aue mit dazu, Zwickau mit dazu. Dann haben wir fast wieder Oberliga-Zeiten. Dann ist es doch schön. Ja, zumindest ist es erstmal attraktiv, wenn Aue käme. Für die Region Erzgebirge wäre es natürlich nicht schön. Und ähnlich ist es mit Dresden. Ich denke auch, dass dieser Anspruch, den die Dresdner Fans haben, daraus resultiert, dass hier eben schon mal zu anderen Zeiten, zu DDR-Zeiten, Spitzenfußball geboten worden ist. Die haben hier gegen Bayern München gespielt und haben gegen Belgrad, das war nur gerade das letzte Spiel, aber genügend gegen Leeds und so weiter. Also genügend Spiele im europäischen Maßstab gemacht und deswegen kommt auch dieser Anspruch, dass die Fans eben immer mehr wollen. Aber im Anspruch und Realität liegen ja... Das ist ja auch der Anspruch des Leistungssports, dass ich sage, hey, ich mache deswegen Leistungssport, weil ich die bestmöglichste Leistung haben will. Und ich denke schon, dass für Dynamo das Ziel sein muss, also nicht mindestens, sondern die zweite Liga, in die zweite Liga zu kommen. Aber das gleiche Ziel hat Chemnitz auch. Aber der Unterschied ist, Dresden hat 25.000 Zuschauer und Chemnitz 5.000. Die kommen aber dann wenn bei jetzt das neue Stadion in Chemnitz kommt, dann wird sich das auch, das habe ich in Halle erlebt, nochmal verdoppeln oder verdreifachen. Aber das ist Ziel des Leistungssports, immer besser zu werden. Ich kann nur manchmal nicht verstehen, wenn gesagt wurde, ja, wir steigen zu zeitig auf oder so. Nee, dann nehme ich eben in dieser höheren Spielklasse dieses einmalige Erlebnis, dort mitspielen zu dürfen mit und meinen Fans präsentiere ich das, dass ich natürlich dann gewisse Abstriche machen muss, wenn ich eine Klasse höher spiele und von Finanzen her Probleme kriege, dort mitzuhalten.
Denn wenn ich auch dort vom Fernsehen das Doppelte oder Dreifache gehe, bin ich immer wieder unten in der letzten Position. Wie der Hans gesagt hat, die wirtschaftlichen Bedingungen sind eben nun mal hier in den neuen Bundesländern noch nicht so gut wie drüben. Aber es gibt auch drüben genügend Essen und so weiter. Clubs, die auch ihre Probleme haben. Das hat uns ja auch zum Beispiel das Beispiel Braunschweig gezeigt. Mit ihrem Erstliga-Jahr, da konnten sie sich gut konsolidieren, haben dann auch die ein oder anderen Euro in den Nachwuchs gesteckt. Andreas Sabo, Zeit für Fragen aus den sozialen Netzwerken. Genau, und uns haben über Facebook auf der Dynamo Dresden Facebook-Seite und auch auf der Radio Dresden Facebook-Seite ganz, ganz viele User gefragt, Ulrike, Daniel, Kerstin. Herr Franke, könnten Sie sich irgendwann doch nochmal vorstellen, Trainer für Dynamo Dresden zu werden? Vielleicht auch im Nachwuchsbereich? Nee, ich habe mich entschieden, in diese andere Richtung der Landwirtschaft zu gehen. Das wurde auch meine Frau gar nicht mehr zulassen. Ich habe schon Probleme, solche Termine wahrzunehmen, weil sie sagt, hey, du wolltest das und jetzt möchtest du dich auch um deine Tiere kümmern. Sie hilft mir natürlich, aber sie hat dort schon recht. Aber in diesen Minuten müssen wir uns um die Tiere jetzt keine Sorgen machen. Nee. Aber ich habe mich entschieden, jetzt das andere zu machen, diese Entscheidung musste ich schon einmal fällen, da war ich aber 18 Jahre alt. Und gehst du in die Richtung, machst du das Studium oder machst du das, und dann hat sich das ergeben, weil ich eben gerne Fußball gespielt habe, dass ich eben die Fußballschiene nehme und jetzt mache ich das andere nochmal. Im Prinzip hole ich was nach. Dann haben wir noch eine ähnliche Frage an Herrn Mayer. Können Sie sich nochmal vorstellen, einen Trainerposten zu übernehmen, am Ende sogar vielleicht, falls die Dresdner ein drittes Mal anklopfen? Das ist ja noch verrückter, ich bin ja noch älter als ihr. Aber er hat keine Landwirtschaft. Aber Sie haben das Weltreisen für sich erfunden. Also du hast mir vorhin gesagt, als wir in der Vorbesprechung gewesen sind, du würdest für Dynamo Dresden auch deine Karnickel schlachten. Habe ich nicht gesagt. Ich habe übrigens ein Zitat gefunden. Ich habe immer gerne mit Spielern zusammengearbeitet, junge, gesunde, ehrgeizige Männer, in der Regel mit mir auf das Engste verbunden, im gemeinsamen Ziel das Optimale zu leisten. Ein Hobby als Beruf. Das sagen Sie, Hans Mayer. Das kann nicht alles von mir gewesen sein. Doch, das haben Sie gesagt. Die Passage, dass mit mir auf das Engste verbunden sein muss, das kann doch nicht kommen. Mal war konkret immer, gefragt. Für mich war immer wichtiger als beim Christoph, weil ich hätte jetzt gesagt, wenn ich es gehört habe, das muss vom Christoph ein Spruch gewesen sein. Denn vom Christoph hat das, dass er zu den Spielern einen viel, viel persönlicheren Kontakt hatte als ich. Das hätte er auf ihn eher zugetroffen. Bei mir war immer, und zwar von meiner Geschichte her, ich habe einen einzigen Trainer kennengelernt, den Georg Buschner. Da war die Distanz zu den Spielern immer sehr, 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 sehr extrem. Und ich habe eigentlich so ein bisschen für mich mitgenommen, dass ohne eine bestimmte Distanz es nicht geht. Hab das vielleicht übertrieben. Christoph ist bei Spielern mit seinen Forderungen genauso gut durchgekommen wie ich und hat es auch mit etwas anderen Mitteln gemacht. Aber dass ich zu meinen Spielern immer so einen Kontakt hatte, mit dem einen oder anderen habe ich immer zur Weihnachtsfeier getanzt, ja, was sonst. Wer war ein guter Tänzer? Ja, normalerweise, das, was ja eigentlich hier drin steckt, in diesem Zitat ist, dass wenn du als Trainer, und das muss aber nicht über diesen persönlichen Kontakt sein, und es muss auch nicht gar nicht über diese Kante kommen, dass ich mich beliebt mache. Ich muss zu den Spielern ein Verhältnis haben, wo sie das Gefühl haben, du akzeptierst sie, ist manchmal schwer genug, und sie selbst haben auch genügend Respekt und Achtung vor dem, der da vorne steht, der was erzählt, wenn da jemand den Mund aufmacht und es sind schon von vornherein Zweifel da, kannst du eigentlich gehen. Nicht? Und das hat eigentlich bei den meisten Mannschaften gestimmt. Viele, vor allen Dingen unsere herrliche freie Presse hat dafür gesorgt, dass überall, wo ich gegangen bin, es auch ganz klare Probleme gab zwischen Mayer und den Spielern. Nichts stimmt weniger als das. Es ist eine ganze Menge, was stimmt, was man aber an Negativen über mich geschrieben hat. Wo ich manchmal sogar sage, bin ich gut weggekommen. Aber unterm Strich hat nichts weniger als das gestimmt. Ich habe heute, und zwar von jeder Mannschaft, ob das in Chemnitz ist oder fragen Sie doch
den einen oder anderen, wenn sie ihm begegnen, oder in Gladbach oder in Enschede in Holland, kriege ich regelmäßig nicht nur zum Geburtstag meinen Anruf, und wir haben ganz engen Kontakt in Jena sowieso. Also das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es in der Gesamtheit so schlecht nicht gelaufen ist. Definitiv. Aber Christoph Franke, worauf ich auch nochmal mit raus wollte, hat sich der Trainerberuf in den letzten Jahren nicht auch geändert? Das Spiel ist immer noch das gleiche. Es rennen 22 Leute den Ball hinterher. Aber muss der Trainer nicht heute auch mehr Psychologe noch sein, Kommunikator aufgrund der Medienwelt? Und dann muss er sich vielleicht mit Beratern auseinandersetzen. Hat sich das nicht auch geändert vielleicht? Ja, sicher ist es so, dass man mit den Medien mehr zu tun hat als früher. Aber alles andere, denke ich, sollte man nicht verwissenschaftlichen. Fußball ist ein relativ einfaches Spiel, deswegen ist es auch so beliebt. Die meisten können es nachvollziehen. Natürlich gibt es ein paar Dinge mit Trainingsmethodik und so weiter, wo du sagst, das entwickelt sich alles. Der Fußball ist jetzt schneller geworden, die Räume sind enger und man muss eine bessere Technik besitzen, um wirkungsvoll Fußball spielen zu können. Aber alles andere zu sehr zu verwissenschaftlichen, bin ich kein Freund davon, muss ich sagen. Aber Uwe, vielleicht... Also zum Beispiel wird jetzt mit Psychologen gearbeitet, zum Beispiel. Ja. Das wurde mir schon auch zu meiner Dresdner Zeit mal angetragen. Da habe ich gesagt, weil ich meine Erfahrung vorher als Spieler hatte, dort wurde das in Chemnitz mal versucht mit autogenem Training und solche Dinge. Habe ich gesagt, also wir haben das in der Mannschaft so geregelt, wer das Bedürfnis hat, zu einem Psychologen zu gehen, der soll das machen. Aber wir als Mannschaft machen das nicht. Ja. Weil dort zu viele dabei sind, für die ist das Kiki und dann wird es Gekicher und Gelache und so weiter. Eine Sache, die durchaus sinnvoll sein kann, aber eben im individuellen Rahmen, denke ich. Uwe, so Trainer wie Walter Fritsch, du hast über ihn einen prämierten Film gemacht, aber vielleicht auch Ernst Happel in Hamburg, weil wir heute ja auch schon über Hamburg geredet haben. Wären solche Trainer in der heutigen Zeit, ist immer schwierig dann das zu adaptieren, noch denkbar? Weil die haben ja auch ein gespaltenes Verhältnis zu den Medien. Naja, kann man schlecht sagen, weil das ist ja im Grunde Käse, sowas zu übertragen. Also die Vergleiche hinken immer in irgendeiner Form. Also die Medien damals haben eine ganz andere Rolle gespielt. Also insofern ist es schwer. Ja. Der Hans schüttelt mit dem Kopf. Also ich mache mal eine Sache, ich hole mal aus. Ich bin oben bei 11 Freunde und mache da so eine Spaßkolumne. So. Und in dieser Spaßkolumne kommen auf mich die komischsten Fragen. Fragen zu mir dieser Tage mal gefragt worden, ob denn solche Leute wie Garrincha oder Rahn oder Johann Greuff, ob die heute ihre Berechtigung haben. Es können nur Dummköpfe solche Fragen. Sie haben die mit, ja. Es können nur Dummköpfe. Ich sage Ihnen mal etwas, Sie haben eben das so gesagt, Ihre interessierten Zuschauer werden möglicherweise sagen, aha, Franke und Meyer mit Psychologie haben sich am Kopf. Er hat an der DFK eine Psychologieprüfung abgelegt. Das war nämlich Bestandteil seiner Diplomsportlehre an der Universität. Mit 21. Mit 1 mach er doch mal auf. Nein! komm noch einer und sage, in der DDR gab es keine Korruption. Naja, aber mal abgesehen von dem Psychologen Hans Meyer, muss der Trainer nicht heute viel mehr mit seinen Spielern sprechen. Ich sag ihm bloß mal, welche Grundgedanken da waren. Ja. Jetzt sage ich etwas ganz Trauriges. Ja. Der Vater vom Robert Enke war bei mir, als ich als 27,5-Jähriger angefangen habe, bei Graz Hessen Jena zu arbeiten, war der Dirk Enke, der Vater vom Robert, war bei mir 2,5 Jahre als Psychologe mit dabei bei Graz Hessen Jena. Ich habe ihn gekannt, er war Leistungssportler, er war Mittelstreckler, ich habe ihn gekannt persönlich. Ich wusste, dass er für den Fußball sich unheimlich interessiert, aber auch einarbeitet fachlich. Er hat nach 2,5 Jahren, ist er zu mir gekommen, sagt, Hans, ein kluger Junge. Erinnert er sich aber sehr viel Mühe. Es hat keinen Sinn. Ich kann das, was du mit der Mannschaft machst, als Außenstehender, nicht so befruchten, dass es dir hilft. Habe ich die gleiche Meinung wie er. Wenn jemand psychisch labil ist,
da weiß man nicht die Grenze. Ist das eine normale Labilität oder ist es auch eine Krankheit? Ihr wisst das möglicherweise, unser herrliches Informationsblatt, die Bild, hat irgendwo mal geschrieben, es gibt in Deutschland 4,5 Millionen manisch-depressive Menschen und gehen aber gleich davon aus, die Hälfte ist noch gar nicht genannt, das sind die Anonymen, die sich nicht getrauen, zum Arzt zu gehen. Wenn das im Grunde genommen die Basis ist, kann es ja gar nicht anders sein, als dass du auch im Fußball, siehe Deisler, das ist Extremfall, aber Spieler hast, die so ein paar richtige Probleme haben. Haben sie damit Probleme und auch nicht nur Angst, sondern sie spüren, das hemmt mich, um alles, was ich im Fußball kann, auch zu bringen, ist es doch legitim, dass der Junge sich helfen lässt. Und das ist von mir auch immer unterstützt worden. Aber einen zum Teil Wichtigtour, einen Mann zu holen, der in den Fußball einsteigt, natürlich, weil Fußball interessant ist. Und da gibt es genügend in der Umgebung des Fußballs. Das muss nicht unbedingt sein. Aber gehen die Jungen selbst, so wie zum HNO-Arzt, wenn ich die Hilfe brauche, kann ich mir auch Hilfe für den Kopf holen. Und da braucht niemand drüber lachen. Es ist sogar sehr ehrenwert. Aber es muss nicht unbedingt in dieser Form. Ich würde damit sagen, dass er diplomierter Psychologe ist. Ich bin diplomierter Psychologe, nicht ganz so hoch. Er hat an der DFK, an der Hochschule gemacht und ich nur an der Universität in Jena. Aber auch damals haben wir schon daran gedacht, ob wir den einen oder anderen Fußballer verbessern, wenn wir seinen Kopf ein bisschen eine Hilfe geben. Also es war auch schon vor 30 Jahren ähnlich. Deswegen hat er völlig recht. Unser Fußball hat sich so sehr nicht geändert, weder Spieler noch Trainer. Ein Happel hätte immer seinen Platz gefunden, weil er ein ausgesprochener Fußballfachmann war. Und er hätte auch das sehr gut weggesteckt, dass einige Zeitungen sehr, sehr böse gewesen wären über die Art und Weise, wie er mit ihnen umgeht. Also eine Sache vielleicht noch dazu. Man hört immer wieder jetzt, dass, und das ist sicher was dran, dass die junge Generation eben anders aufgewachsen ist, anders erzogen worden ist und dass sie nicht mehr nur trainieren, sondern gerne wissen wollen, weshalb sie das machen. Wenn das da ist, dieses Interesse, dann ist es immer sinnvoll, den versuchen, über die Schiene mit ins Boot zu kriegen. Aber am Ende, wenn einer nur fährt, dann muss er sagen, dreht mal raus und wir machen das mal ein bisschen anders. Ja? Also sicher wollen die Spieler jetzt mehr wissen, das hört man auch immer wieder, liest man in der Zeitung und dass das eben so jetzt wäre, weil sie eben anders in ihrer Erziehung aufgewachsen sind. Aber trotzdem bleibt am Ende die Forderung, die erfüllt werden muss. Wenn sie nicht erfüllt wird, dann wird die durchgezogen, ohne Rücksicht auf ihn zu nehmen. Ist er nicht für Leistungssport geeignet? Mal übertrieben gesagt. Wenn man immer nur wissen will, warum das und jetzt tut mir das weh, da kennt der Muskel eventuell und. Ja. Brauchen wir dann Sascha Lenze überhaupt? Auch für den Einzelfall natürlich. Für den Einzelfall immer. Das keine, ist keine Frage. Super aber sinnvoll. Eben kein Pflichtprogramm und schon gar nicht für die komplette Truppe. Ja. Ja, und schon gar nicht zwei- oder dreimal die Woche. Also, dass man es eben irgendwo bei Bedarf hat. Und Entschuldigung, und dann ist es aber noch eine Sache, nicht generell, ob das gut oder schlecht ist, dann kommt es auf den Einzelnen an. Dann kommt es auf den Mann an. Und es kann ein richtig guter sein, der dir richtig hilft. Also die Qualität, sage ich mal. Wir haben vorhin so schön diskutiert über die alten Zeiten. Und ich habe ein Bild gefunden. Unglaublich. Hansi Kreischer und Hans Meyer. Es gibt also doch Bildhaftes. Das muss im Jahr 1967 im Mai gewesen sein und Dynamo gewann mit 1:0 das Spiel. Als Trainer haben sie es dann Dynamo zweimal gezeigt, im Pokalfinale gegen die SGD gewonnen. Welche Erinnerung hast du an die Zeit, an dieses Duell vielleicht gegen Hans Meyer? Nur zu der Zeit waren wir als Dynamo Dresden eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft. Und ich denke, wenn das 67 war, sind wir sogar abgestiegen dann in diesem Jahr. Ja. Dann sieht das auch hier an dem Trikot. Und, du hast nicht geschwitzt. Ich kann mich erinnern, es war die 85. Minute, er hat nicht geschwitzt. Aber ich,
Ich war so dünn, da gab es auch nichts zu schwitzen. Im Gegensatz zu dir, du hast ein paar Kilo mehr drauf, das alles aussieht. Ja. Aber hübscher Bursche warst du früher, als du noch Haare hattest. Ja, ein schönes Bilddokument aus alten Zeiten von Ihnen beiden. Christoph Franke, es ist bekannt, dass Sie und Hans Mayer ziemlich beste Freunde sind. Ich habe gelesen, 1966 gemeinsam in der DDR Studentenauswahl gekickt, 5 Jahre gemeinsam beim Chemnitzer FC. Hans Mayer sprach in einem Interview rund um Ihren 70. Geburtstag: Er ist einfach einer, den man gerne haben muss. Sie müssen früher ein echter Frauentyp gewesen sein. Und die Entscheidung, ihn damals nach Chemnitz oder auf die Trainerbank als Co-Trainer zu holen, war eine seiner besten. Was sagt denn Franke über Mayer? Lass weg. Soll ich ein paar Storys erzählen? Eine wäre ganz schön. Er trägt mir heute noch nach. Also erstmal natürlich. Wir kannten uns und der Hans, als er nach Chemnitz kam, war das für mich gar nicht so einfach. Oder für ihn nicht so einfach, mich als Co-Trainer zu bekommen. Boah, Gründe dahingestellt. Lass es weg. Ja, und aber er wollte jemanden, der, was wir vorhin besprochen haben, den er kannte, wo er wusste, auf den kannst du dich verlassen und so weiter. Die Story hier ist die, wir waren im Camp und das trägt er mir heute noch nach. Er war irgendwie unruhig oder ich weiß nicht, auf jeden Fall stand da mitten in der Nacht auf, war eine Mücke im Zimmer und jagte die Mücke. Und ich habe gar immer von unten gesagt, Hans, dort, dort ist er jetzt, da ist er dort. Und das nimmt er mir heute noch übel, dass ich als Co-Trainer lag und ihn angewiesen habe, wo er zuschlagen soll. Lass mich noch zu Ende bringen. Ich kam aus dem Nachwuchs. Hans war Profitraining vom Schorsch gewöhnt und hatte dort übernommen. Und ich denke, wir haben uns dort, und das hat er mir dann am Anfang hat er gesagt, also was du als Training unter Training verstehst, also ich habe viel technisch-taktisches Training gemacht, das ist kein richtiges Training, wir müssen mehr Gas geben und so weiter. Im Nachhinein hat er mir mal gesagt, das hat sich schon befruchtet, dass wir eben, ich habe meine Meinung gesagt, da ich aus dem Nachwuchs kam und eben nur viel Wert auf diese technisch-taktische Ausbildung gelegt habe und er kam vom Schorsch, wo eben nur Gas gegeben wurde. Aber den richtigen Mittelweg, denke ich, sonst hättest du auch in der Summe nicht so viel Erfolg und ich bin ein Teil davon gewesen. Das wollte ich gerade fragen. Also, abgesehen vom Mückenstreit, haben Sie sich überhaupt mal gezofft, richtig? Gab es da mal den großen Streit unter Freunden oder dass man sich über Fußballthemen manchmal sicherlich auch kritisch auseinandersetzt, ist klar, aber gab es mal Zoff zwischen Freunden? Nee, also das gab es nicht. Also nicht öffentlich, ich persönlich, mir persönlich hat es schon ein bisschen gestunken, dass der Christoph, das hat er eben gerade zum Ausdruck gebracht, eigentlich diese 5 Jahre erfolgreiche Arbeit in Chemnitz zu verantworten hat. Und ich habe mich immer in den Vordergrund gedrückt. So war das. Wie oft sehen Sie sich eigentlich, mal abgesehen vom heutigen Termin? Zu den runden Geburtstagen. 60, 70, demnächst wird es der 80. dran sein. Im Jahr zweimal. Ja. Telefonieren öfter. Sie haben vorhin schon gerade gesagt, Sie haben mit dem Trainerjob seit 2009 dann aufgehört. Sie waren auf Weltreise, habe ich gelesen, mit einem Versorgungsschiff von Tahiti nach Französisch-Polynesien. Auf welchem Fleckchen Erde, mal abgesehen davon, war es denn am schönsten bei der Weltreise? Das kann man schlecht sagen. Also ich sage mal so, ich habe es vielleicht aus bestimmtem Grund so empfunden. Ich war zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, die ganzen vier Wochen. Und habe eine Woche vorher Deutsch-Südwest besucht, Namibia. Und eine Woche nach der WM war ich in Botswana. Auf beiden Reisen und natürlich dann in Südafrika auch nochmal im Krügerpark haben wir 6, 7, 8, aber fantastische Touren gemacht und Tiere gesehen. Und in 14 Tagen in Südafrika, in Johannesburg, ist meine älteste Tochter aus Brüssel mit meinen 4 fußballverrückten Enkelkindern gekommen.
Und dass ich das mit denen dort gemeinsam noch hingekriegt habe, das war überragend, richtig schön. Was schätzen die Enkel an Opa Hans am meisten? Ich weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt was schätzen. Ach, das denke ich schon. Also ich sage mal, sie sind schon ganz raffiniert. Ich will das mal, wir wollen über Dynamo Dresden reden und nicht über Hans Meyer. Ich habe ein Bild, wir waren in Südafrika, haben wir Deutschland gesehen gegen England. Meine Enkelkinder sind Engländer, weil der Vater Chelsea-Fan in Bettwäsche, in blau-weißer Bettwäsche, in Chelsea-Bettwäsche, meine ganzen Enkelkinder gezeugt hat. Sind das die Engländer, richtige Engländer. Und jetzt sind die bei mir ausgerechnet in dem Spiel Deutschland 4-1 gegen England in Bloemfontein. Wir fliegen mit dem Hubschrauber, wir haben so rangehangen, mit dem Hubschrauber doch noch hin, als sie gerade gekommen sind von Brüssel. Und dann schießen wir doch die Tore in Schirm. Und als das zweite Tor für uns gefallen ist, gibt es ein Bild, das ist in der Frankfurter Allgemeinen rein zufällig dort aufgetaucht, weil wir bei den englischen Fans waren, wir haben sehr spät Karten bekommen, wo aber meine Enkelkinder aber sowas von tief traurig schauen. Und es muss aber 3-4 Sekunden nach dem Tor gewesen sein, denn mein großer Enkel, der schon überschaut hat, dass er von dem Alten mal erben wird, hat bei Deutschland die Arme hochgerissen. Ist ihm dann schwer übel geworden vom Vater, aber so, das nur mal, was die Enkel von mir halten. Aber sie sind so alt genug, um zu wissen, dass das für sie auch nochmal interessant wird. Ein aktueller Aspekt noch. Hans Meyer hat es gerade gesagt, wir wollen über Dynamo reden. Es gibt die aktuelle Meldung, Tobi Müller verlässt den Verein im Sommer. Junges Talent, wechselt zum Halleschen FC. Für ihn der richtige Schritt dorthin in der dritten Liga. Wie bewertest du das, Hansi? Das wird sich erweisen. Ja. Ich meine, wenn jemand von Dynamo Dresden zum HFC geht, dann ist das sicherlich mal mit dem großen Fragezeichen versehen. Fakt ist, dass der Junge hier in Dresden groß geworden ist, in der A-Jugend eine sehr gute Rolle gespielt hat bei Dynamo Dresden, dann also einen Vertrag bekommen hat, dann auch seine ersten Einsätze in der Männermannschaft auch genutzt hat mit dem einen oder anderen Tor, überraschenderweise, wo alle auch schon wieder vom Fußballgott gesungen haben. Dann kam eine schwere Verletzung über einen längeren Zeitraum und hat bis heute nicht die Kurve bekommen. Ich kann nicht sagen, warum. Und er wird in Halle sich beweisen müssen. Man holt ihn sicherlich nicht als Wechselspieler, sondern für den einen oder anderen als Ergänzung, beziehungsweise vielleicht sogar als Stammspieler. Und da müssen wir gucken. Vielleicht kann er sich dort wieder empfehlen für Dynamo Dresden. Uwe, wie siehst du die Entwicklung, den Gang von Tobi Müller weg aus Dresden vor 2 Jahren, eingeschlagen, richtig gut, hat Tore geschossen, gut, ja. Überraschend gut, hat sich damals im Wintertrainingslager durchgesetzt, wurde unter Peter Packold gebracht, aber danach, auch verletzungsbedingt, hat er nie mehr so richtig gezündet. Also jetzt kommt er zumindest in einem Umfeld, was relativ stabil ist. Sven Köhler ist der Trainer seit 2007, also muss ja irgendwo auch eine Linie sein, die da in Halle vielleicht auch trägt, haben eine sehr ordentliche Runde bislang gespielt. Ja, und dort kann er zeigen, was er wirklich kann. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass er ja nicht der erste Dresdner in Halle ist, der da gerade spielt. Inwiefern kann das Derby am Samstag in Chemnitz, ein möglicherweise erfolgreiches Derby gegen den Chemnitzer FC, die Stimmung kitten? Sieg hilft immer. Schafft es zunächst Chemnitz oder Dynamo wieder zurück in die zweite Bundesliga? Das ist spekulativ, also das kann ich überhaupt nicht beantworten. Vom Umfeld her hat im Moment natürlich Dynamo die viel besseren Voraussetzungen. Umfeld, Zuschauer, Stadion und so weiter. In Chemnitz wird jetzt das Stadion auch gebaut, allerdings eben nur eine Nummer kleiner. Ich würde mir schon wünschen, dass eben ab und zu mal solche Clubs auch in die zweite Liga kommen. Hansi, schafft? Man hat ja dort auch ein Zeichen gesetzt. Man hat mit dem Carsten Heine verlängert, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen, dass man dort auf Konstanz setzt. Dass man das, was Dynamo fehlt. Sicherlich nicht so rundherum zufrieden ist mit dem Ablauf der Saison, aber sicherlich aus Sicht der Verantwortlichen auch eine Linie zu erkennen ist. Und
Ich denke schon, dass Chemnitz nächstes Jahr angreifen will. Schafft. Also Dynamo, die Wende am Samstag. Wie ist dein Gefühl? Ja, im Fußball ist alles möglich, aber wenn es nach den letzten Ergebnissen geht, dann wird es sehr, sehr schwer. Hast du das Gefühl, dass du für die nächste Saison schon den einen oder anderen Spieler an der Angel hast, der SGD dann weiterhilft? Ja, wir müssen jetzt hier nicht über Namen reden, sondern wir sind unterwegs. Wir gucken ganz speziell auch, was die zweiten Mannschaften der Bundesligisten zu bieten haben. Und das ist eine ganze Menge. Und ich denke mal, mit den sehr guten Auftritten von Dynamo Dresden im Herbst bzw. im Spätsommer ist natürlich auch ein Signal nach außen gegangen für die jungen Leute, die da irgendwo groß werden und selbstverständlich auch nicht immer die Durchlässigkeit in den Vereinen so einfach ist, sprich Wolfsburg und so weiter und so fort. Und da ist allemal der eine oder andere interessant für Dynamo und vielleicht auch aus Sicht der Jungs der Verein Dynamo Dresden interessant. Denn vor 25.000 Zuschauern, das spielt nicht jeder Zweitligist. Andreas Sabo, Fragen aus den sozialen Netzwerken. Genau, unser Publikum hat einige Fragen mit eingebracht. Und da wir gerade beim Thema Spieler waren, noch eine kurze Frage an Herrn Meyer. Andi hat da gefragt, der Toni Janschke, der hat kürzlich in einem Interview gesagt, wenn er nochmal den Verein wechselt, dann könnte er sich den einzigen Verein, den er sich vorstellen kann, das wäre Dynamo Dresden. Der Toni hat mir nicht viel zu verdanken, weil ich mit ihm nur 7 Monate gearbeitet habe. Als ich nochmal nach Gladbach gekommen bin, 8-9, um die Gladbacher vom Abstieg im Grunde genommen mit helfen zu retten, habe ich nach ganz, ganz kurzer Zeit gesagt, wir haben einen Kader, der für mich nicht gut aufgestellt ist. Ich konnte dann, diese Freiheit hat man mir gegeben, ich konnte 5-6 Spieler draußen die Presse schreibt rausschmeißen. Ich habe gesagt, ich möchte mit ihnen nicht weiterarbeiten und habe 3 geholt. Das Geld hatte der Club eigenartigerweise ein paar Monate vorher für einen Josh Wu Kainich. Wir haben nämlich mit dem Dante für 2,5 Millionen von Standard Lüttich und mit dem Bailly von Genk haben wir 2 Spieler für 5 Millionen geholt. 5 Millionen für einen Aufsteiger, das war damals schon eine Menge Geld. Ich habe sie bekommen. Aber ich habe natürlich auch meine Probleme gehabt mit dem anderen Kader, der da war, den sogenannten Aufstiegshelden. Und da ist es immer schön, wenn du aus dem eigenen Nachwuchs den einen angeboten bekommst. Deswegen sage ich, das kann ich für Dynamo Dresden sprechen. Wenn von Dynamo Dresden ein Talent zum Zweit- oder Erstligisten geht, dann sagst du, du kannst zumindest meinen, es ist nicht das Geld, sondern es ist die Perspektive. Und dass er, der junge Mann, Müller, Tobias Müller, Meier Müller, dass er auf gleichem Niveau spielen, die bessere sportliche Perspektive haben will, das kann ich mir schlecht vorstellen. Da muss Dynamo Dresden auch überlegen. Entweder Dynamo Dresden hat was falsch gemacht oder der Sven Köhler hat falsch geguckt. Das ist eine andere Frage. Wir sollen mal sehen. Aber ich gucke natürlich, wenn wir von Nachwuchs reden, gucke ich natürlich auch ein bisschen bei den Junioren nach und Dynamo Dresden war aber immer top im Nachwuchs, in der Nachwuchsarbeit. Mit den Junioren sieht es momentan nicht gut aus, Hansi, oder? Oder habe ich mich da verlesen? Na, ich habe ja vorhin gerade von der Pyramide gesprochen und wenn man die ganzen Jahre zurückdenkt, das liegt natürlich auch schon eine ganze Weile zurück, als bei Dynamo Dresden viele ehemalige Spieler hauptamtlich im Nachwuchs gearbeitet haben und die Namen sind da bekannt, die entwickelt wurden. Davon ist man sehr, sehr weit entfernt, das muss man so klar sagen. Und wir haben heute auch vielleicht auch mal einen kleinen Schritt mitgemacht. Wir haben uns heute getroffen mit Borussia Dresden, um endlich mal hier in Dresden was gemeinsam zu machen, um klarzustellen, dass Dynamo Dresden immer das Aushängeschild hier sein wird in dieser Stadt und kein anderer Verein. Und dass sich die Vereine nicht unterordnen sollen, sondern möglicherweise über eine gute Basis mit Vertrauensverhältnis, wo auch der ein oder andere Verein davon profitieren kann, dass man hier mal gemeinsam was aufbaut. Ich spreche davon, dass das Ziel sein muss, dass Dynamo Dresden in der B- und in der A-Jugend als Aushängeschild in der Bundesliga spielen muss und das nicht nur mal ein Jahr und dann wieder mal nicht und dass man dann die zuarbeitenden Vereine auch unterstützt,
dass zum Beispiel Borea, könnte ich mir vorstellen, als Unterbau oder als zweite Reihe fungiert. Denn wir wissen, im Nachwuchsbereich gibt es viele, die biologisch noch zurück sind, gute Fußballer sind, aber auch ihre Spielpraxis brauchen. Also das wird aus meiner Sicht höchste Zeit, dass in der Richtung mal hier was passiert. Denn ansonsten wirst du in 10 Jahren genau noch so rumkräbeln. Und wenn man sich die Tabellen anguckt, ob das in der C-Jugend ist, die B-Jugend spielt momentan den Aufstieg mit, Regionalliga, die A-Jugend, so wie es jetzt aussieht, steigt ab. Also da kann man nicht von guter Nachwuchsarbeit reden, wenn man sich an den Tabellen orientiert. Aber wenn ich hinten stehe, logischerweise habe ich dann auch in den Mannschaften nicht die Qualität, die Garantie gibt, dass ich vorne mitspielen kann. Andi, Schlussfrage? Schlussfrage an Herrn Franke. Wir hatten ja jetzt schon mehrfach die Feldarbeit. Tom bzw. André hat die Frage gestellt, wie geht es denn eigentlich aktuell den Kanickeln? Also ich hatte dieses Jahr, wenn ich ausholen kann, ein bisschen Probleme. Der Rammler ist, um Gottes Willen. Der Rammler ist gestorben, der war aber auch schon alt. Und da hat sich das verzögert mit dem Nachwuchs. Aber am Freitag habe ich den ersten Junghasen bekommen. Also es geht sehr gut. Du und dein Haustier. Und mein Freund von mir holt heute einen neuen Rammler. Na, hoffentlich hält er durch. Hans Meyer. Sie wissen es gar nicht, Sie haben ja auch Sympathisanten, was die Klapperer Borussia betrifft. Auch bei uns zum Beispiel im Unternehmen kennt er den einen oder anderen, der mit der Klapperer Borussia sympathisiert, der sehr glücklich war nach dem Sieg gegen den FC Bayern. Darf der nächste Saison von der Champions League träumen? Haben Sie Ihren Anzug schon aufgebügelt? Aber träumen, das ist doch, erstmal fand ich es sehr, sehr wichtig für die ganzen Fans, die zuschauen, das mit dem Rahmen von Christoph. Das war eine konkrete Frage. Habe ich auch nicht gewusst. Sehr interessant für Fußballfans. Tatsache ist, dass den Fans das Träumen zu verbieten, das wäre aber Gift ohne Ende. Das möchte man, diese Freiheit möchte man ihnen schon lassen. Aber die Situation ist natürlich momentan so, dass wir an dritter Stelle stehen und Schalke als die Mannschaft, die auf einem Platz steht, der berechtigt international zu spielen, aber natürlich auch von unserem Platz jetzt schon, ich glaube, 6 oder 7 ja. Punkte entfernt ist. Dann, was wären wir dann für eine Scheißtruppe? Wenn wir bisher so gut die Sache gemacht haben, wenn wir dort nicht mit diesem Trainer zusammen und mit einem Präsidium, was immer sehr, sehr die Flamme flach hält oder den Ball flach hält, nicht doch diese Chance vielleicht wahrzunehmen, etwas Sensationelles zu packen. Ich bleibe der Meinung, dass Borussia Mönchengladbach einen Spielerkader hat, der immer spielen müsste zwischen 8 und 5 momentan. Das ist ja schon mal etwas Großartiges, denn wir haben ja lange Jahre immer wieder eine Mannschaft gehabt, die gegen den Abstieg gekämpft hat. Aber wenn man, das hatte Christoph vorhin richtigerweise gesagt, wenn man irgendwo die Chance hat, aufzusteigen oder mal so etwas zu erreichen, dann soll keiner kommen. So gibt es natürlich auch diese pessimistischen Fans, die fragen auch, wäre das nicht zu früh? Ja, gut, es wäre zu früh, das sagst du dann vielleicht als Alibi, wenn du zum Schluss Siebter wirst. Dann sagst du, es wäre sowieso zu früh gewesen. Aber das, was im Raum steht, dieses angeblich zu früh, ergibt sich vielleicht nie wieder. Das ist im Fußball so. Also ich sage mal so, die Mannschaft ist insgesamt auf einem richtig guten Weg und da kann schon mal der eine oder andere Fan richtig davon träumen, kann schon mal die Flugscheine buchen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft auch objektiv in so einem Zustand ist, dass wir trotz schweren Programms, wir spielen noch sehr, sehr komplizierte Spiele, haben aber fast alle auf eine andere Art und Weise, dass wir das erfolgreichste Jahr nach sehr, sehr langer Zeit absolvieren. Im Pokal sind wir übrigens auch noch drin. Definitiv. Hans Meyer, wir träumen von besseren Zeiten für Dynamo Dresden. Es war eine hervorragende Runde, es hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben einiges gelernt. Über Tiere, über Psychologie und über den Fußball im Allgemeinen. Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest. Und zum Schluss wollen wir anstoßen mit Ihnen für diese Sendung. Vielen Dank, meine Herren. Und natürlich vielen Dank auch an Sie, hervorragendes Publikum hier im Schillergarten am Blauen Wunder. Und wir sehen uns wieder.
1953, der Dresdner Fußball Talk. Wir sehen uns wieder am 20. April und dann sprechen wir über die Torhüter bei Dynamo und was es da für Entwicklung gibt. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis bald.